Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Another Brick in the Mall, wo wir mal gucken wollen, was wir heute an Umsatz machen und demnächst dann ja hier weiter ausbauen. Das wird auch nicht mehr lange dauern, denn wie wir sehen, wir haben guten Umsatz, wir haben viele Kunden hier im Fiedel Center. Der Fiedel dafür nicht mehr so. Ich traue mich aber auch nicht, Personal zu entlassen. Aber theoretisch, ja gut, jetzt um die Zeit, jetzt geht es hier wieder ein bisschen mehr ab. Denn wir haben hier ja immer noch Produkte, die wir unten im Fiedel Center nicht haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ihr könnt ja auch später den quasi Elektroladen reinmachen. Denn das erforschen wir ja gerade hier. Electric. Ne? Das könnte ich auch. Dann kommt das hier noch damit rein. Und das. Das könnte ich machen. Da müsste das Ding aber auch noch größer werden. Ja, Restaurants fehlen. Boah, Alter. Echt, ne, ich brauche für diese Schicht tatsächlich bald noch mehr Mitarbeiter. Ja, tatsächlich. Ne, noch nicht. Aber ich werde es trotzdem machen. Denn die Leute sollen ja nicht hier ewig stehen. Ne? Hier haben wir jemanden, der als Kassierer ganz gut ist. Den machen wir dann auch hier für 16 Uhr rein. Der macht dann aber wirklich nur bis 22. So. Kriegen ja eigentlich mehr oder weniger? Weniger. So. Den heutigen Gewinn bin ich gespannt. Restaurants, ja. Machen wir auch noch. Restaurants sind immer... Ja, ich komme da nicht so ganz mit klar. Dann brauchst du da Köche. Dann klappt es da wieder nicht. Dann hast du da wieder und da. So, Sick macht 55% Gewinn, aber hier mittlerweile 43%. Und dementsprechend gestern ein Umsatz von 1000. Gut, ist jetzt ein bisschen weniger als am Tag davor. Macht jetzt aber nichts. Hier noch 10 Man-Hours. Wir machen auf jeden Fall Gewinn, das ist wichtig. Aber hier, die langweilt sich jetzt natürlich. So ging es denen hier vorher. Kann man jetzt halt nichts machen, ne? Pech. Groß und Ganzen wollen wir ja den hier unten größer ausbauen. Das Ding wird halt irgendwann, ja, wie gesagt, Bowling Center oder irgend sowas. Bowling Center wäre eigentlich der Idealfall. Da können wir schon mal die Foundation hier machen. Wir machen das so. So. Das da lassen wir noch. Da müssen wir auch noch. Ja, die Wand brauchen wir eigentlich nicht hier. Aber wir machen sie erstmal. Ziehen sie erstmal rein. Und signen das als Storage noch mit. Da haben wir da erstmal, bis wir das Bowling Center erforscht haben hier. Ist der Laden jetzt erstmal so weit in Ordnung. Hauptsächlich müssen wir hier erweitern. Und zwar nach dort und nach unten. Das Lager müssen wir allerdings nicht erweitern, glaube ich. So, hier ist fertig. Deshalb, was haben wir denn hier noch? Die Restrooms, ja. Bustransport. Die gefrorenen Sachen. Machen erstmal das. Das geht schneller alles. So, dann können wir nämlich hier jetzt noch ein paar Tables aufbauen. So. Und die knallen wir jetzt voll mit
Smartphones, Tablets, MP3-Player und TV-Sets. So. So wie es im Fidel Center abgehen muss. Ich hoffe, die Leute kaufen dann da auch die Sachen. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Aber ich denke schon. Warum sind hier um 0 Uhr drei Leute noch? Ich verstehe es nicht. Naja, egal, nicht mein Problem. Ja, die Leute kaufen die Sachen hier, gut. Und die Sachen bringen nämlich auch gut Geld. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Hier so ein TV-Set. Ja, Profit 200 bis 400. Also wenn sie da ein paar kaufen, ist das schon mal nice. Hier genauso. Also die Sachen bringen halt gutes Geld. Das werden wir auch, denke ich, heute schon sehen. Frühschicht eskaliert. Wir haben jetzt schon ordentlich Geld. Oh Mann. Wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, mal gleich noch Janitors anstellen. Dich für die 8 Uhr Schicht. Und ja, dich für 16 Uhr. Das sollte gehen. Damit hier mal ein bisschen mehr geputzt wird. Oh ja, der Gewinn einfach nur durch die Elektrosachen ist schon ziemlich geil jetzt. Wir können dann also sehr bald hier weiter ausbauen. Das Fidel Center wird wachsen. Oh. Ach so. Ich wollte schon sagen, hier so viel ist doch nicht los. Hier auch nicht. Oh ja. Oh ja, finanziell. Also jetzt haben wir langsam so einen Punkt erreicht, wo es gut wird. Hohoho. Wir werden also die 3000 auf jeden Fall easy packen. Dann kriegen wir auch nochmal gut Geld. Und das heißt, wir können ausbauen. Das würde dann so ein bisschen in die Richtung. Dann können wir das ja alles ein bisschen breiter machen. Jawohl. Wir bauen aus. Was haben wir jetzt gekriegt? 2000 noch was. Ich möchte nochmal gucken. Fidel Center 67% und SICK 58%. Das ist auch okay. Ja, wir machen mit beiden Läden gut Gewinn. Das ist super. So, dann gehen wir hier ein bisschen so in die Richtung. Da unten wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen wegen neuer Kasse. Na, ist egal. Machen wir dann beim nächsten Mal. Wir kriegen ja jetzt am Tag genug Geld. Was werden wir denn als erstes hier machen? Ich werde das alles ein bisschen umverlagern. Ne, die Fidschets hier weiter rüber. Hier mache ich nochmal so Wasser und Bier für die Kasse. Das mache ich jetzt aber nachts dann. Ich werde hier nur schon mal... Ja, wie gesagt, Fidschets, wir haben, glaube ich, jetzt alles, was wir da reinmachen können bis jetzt. Hier kriege ich nochmal 3 hin. 3. Ist ein bisschen blöd.
3 ist zu wenig. Hier mache ich irgendwas anderes noch hin. Naja, 3 ist zu wenig Grad. Aber das machen wir später dann noch einen weiter. So. Dann kommen, ja, was für Sachen fehlen da dann noch? Auf jeden Fall kommen noch mal ein paar Tables hin. So. Und Shelves. Das sind so Sachen, da kommen Sachen noch hin. Ne, wir brauchen noch diverse schöne Dinge. So. Und ja, das ist jetzt blöd, warte. Food, bleiben wir mal hier. Und so die Shelves hier. So. So, befüllen werden die aber später. Und zwar nachts. Nach Möglichkeit will ich nämlich erstmal hier gucken. Warte mal. Foundation. Sechzehntausend, okay. So, hier haben wir jetzt gar kein Problem mehr. So, die Restrooms fehlen. Mache ich da natürlich nicht hin. Da kommt irgendwie, ja, weiß ich noch nicht, noch ein Maintenance Center oder irgend sowas. Mal gucken. Aber ich kann schon mal assignen. So. Schauen, wie es finanziell heute aussieht. Ist ein bisschen weniger als gestern dann. Wie mir scheint. Oder? Ja. Jetzt kaufen die Leute eh nichts Teures mehr. Aber ist egal. Immer noch guten Gewinn. Wir können ja hier schon mal Kameras. Passt ja genau. Laptops und Spielekonsolen. Um unseren Umsatz noch mehr zu steigern. Und das sind auch Sachen, den wir richtig guten Money machen können. Und auch hier eigentlich schon mal. Weil hier warte ich noch auf das Tiefkühlzeug, glaube ich. Jetzt auch nichts, was wir noch nicht haben. Ja, das Problem ist, normal müssten wir das Ding hier komplett wegmachen dann. Hier. Dazu Sachen, die wir hier noch gar nicht haben, ne? Das machen wir erstmal etwas inkonsequent und machen einfach irgendwas rein. Das machen wir später dann richtig. Ich weiß jetzt halt nicht, was wir hier schon haben gerade. Müssen wir später irgendwann da machen. Alles richtig. Wenn das Ding hier richtig groß ist, kümmern wir uns darum. Ja, die Restaurants fehlen noch, ich weiß. So, der Umsatz sieht doch schon ganz gut aus. So, und hier oben, naja. Was ist das denn wieder? Das
So, muss da weg. Restaurants. Ah, hier haben wir es fertig. Klamotten. Bringen halt auch immer gut Geld. Deswegen machen wir Klamotten. Das wird aber ein extra Laden. Der kommt dann hier hin. Irgendwann. Erstmal sind wir... Oh, ja. Oh, ja. 5000 ist unser großes Ziel. Werden wir schon bald erreichen, denke ich mal. Auch so die Gesamtverkäufe von 10.000 werden wir recht schnell haben. Was haben wir jetzt gemacht? 4.000 noch was? 56%, jetzt 76 hier, Alter. Ja, die ganzen Elektrogeräte, die machen natürlich jetzt ordentlich Money. So, Leute. Wir haben auch schon wieder 11.000. Was hatte ich gesagt, brauchen wir? 16,8. Das sollten wir bald zusammen haben. So wie die hier einkaufen im Fidel Center. Wenn wir es uns irgendwann leisten können, werden wir das mal einen Tag ganz schließen oder so. Ja, was heißt ganz schließen? Ja, wir werden alles rausnehmen und alles neu strukturieren. Denke ich. Mal gucken, wie es dann wird. Momentan geht's ja. Ich habe jetzt nur keine Lust, mir nochmal Gedanken zu machen, was kann ich hier rein und... Warte mal. Aha. Ice Cream. So. So. Und hier haben wir jetzt noch nichts weiteres. Können hier also auch nochmal ein bisschen Gewinn reinmachen. Ja. Es läuft. Wir machen wieder gut Gewinn. Auch da oben irgendwie. Ah, guck mal. 50 verschiedene Produkttypen wieder. Das heißt, wir können hier jetzt flupp. Und dann da noch eine Kasse ranbauen. Schon mal zur Sicherheit. Und da. Finanziell ist das sehr gut heute. Das wird auf jeden Fall mehr als gestern. Das war ja gestern schon nicht wenig. Jawohl. So, dann wollen wir noch zwei weitere Kassen dran. Was sind da? 1, 2. Aber die werden noch nicht besetzt. Ist halt nur schon mal für die Zukunft. Und wir stellen mal noch ein paar Mitarbeiter ein fürs Office. So. Einen für die Nullschicht. Einen für die 8-Uhr-Schicht. Und... ein für die 16 Uhr Schicht. Dann machen wir jetzt täglich 28 Man-Hours. Das ist gut. Hoffe ich. Dann geht das ja alles ein bisschen voran. So, unsere Läden. 80% und 51%. Hier wird es langsam weniger, weil das Fidel Center mittlerweile so viel im Angebot hat.
geschnittenes Brot gibt es hier, glaube ich, zum Beispiel noch nicht. Und Cookies und Candies. So. Ja, läuft doch. Leute, läuft doch. Oh, jetzt wird es langsam sehr voll. Ja, ja. Ja, 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 ja. Wir müssen wohl für die 8 Uhr Schicht noch Kassierer einstellen. So. Und vorsichtshalber mal für die 16 Uhr Schicht noch ein. Das sieht nämlich immer noch sehr voll aus. Ja, ja, sage ich ja. Oh, oh, oh. Ja, wir. Alter Schwede. Die überrennen uns hier schon. Wollt ihr denn alle? Ab morgen sind da mehr Leute da. Feel Center. Der Moneymaker. Der dicke Moneymaker. Wir werden dann erstmal noch einen Klamottenladen bauen. Die bringen erfahrungsgemäß auch ziemlich viel Geld ein. Oh Mann. Wird schon noch nice. Und wie nice das wird, das sehen wir in der nächsten Folge von Another Brick in the Mall. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.